Tor für die Spielvereinigung in Bachum. Torschütze. Die 28. Torschütze mit der Nummer 28, Pascal. In der 15. Minute von Bebel auf einen Strich. Ich auf den Torwart geschossen. So machen wir das nämlich in beim Spiel halt auch immer, wir schätzen nur. Mhm. Sagt so, immer, gibt vier Würfel immer. Oder vier? Ja, kommt dann die Zahl davor haben wir jetzt immer mit 1 festgelegt. Aber ist drin? Ja. Gut, mit 2 zu 0 in Führung. Torschütze mit der Nummer 21, Quirin Moll. Abseits-Tor. Jawohl. 22. Schreibt Fehler für einen teilweise Minuten lang in der eigenen Feldseite. Vermut wie. Oh. Ein Strich in der 15. Minute von Bebel. Ich auf den Torwart geschossen, da steht 5 Meter vor der Kiste. Kannst du das mal bitte nicht kommentieren? Ich wollte einen teilweise Minuten lang in der eigenen Feldseite. Jetzt vermut wie. Oh, ein Strich in der 15. Minute von Bebel. Auf einen Strich. Ich auf den Torwart geschossen, da steht 5 Meter vor der Kiste. Sehr langsam Pause pfeifen, sonst stimmt unsere Rechnung nicht so lang. Und da treffen sich immer vorm Spiel die ganzen Bulls. Ne? Und dann fährst du da rein, da gebogen, stehen da lauter so, Gott, komm schon, geh wieder so, wir gehen da, wie so ein paar so 50 Mann, schauen sie auf der Erde. Ja, also jetzt. Jawohl, sehr gut. Jussein Zillner. Ja, ist das so schnell? Tor für die Spielvereinigung Kräuter Fürsten. 58. 21, Robert Zillner. Erzielt den Ausgleich zum 2:2. Mach ja Geschichte, dieses Tor gibt mir Kraft. Ja, doch, natürlich. Habt ihr Wunschgeschichte für die Montagsausgabe von Kicker, welche Spiele ich was fragen soll? Mach halt eine Geschichte über den Montagsausgabe. Ja, geht mir auch so vor. Leider konnte wieder zu. Ja. Flanke Weiland, 65. Vor der Mut, ne? Hallo. Kein Abseits. Jawohl. Kevin, raus. Wie viele schon in die Lapsus? Ich dachte, wenn der Ball richtig... Tor für die Spielvereinigung Reuter Fürth, das war das 4:2. Der Torschütze mit der Nummer 31. Die Spielvereinigung Reuter Fürth, die Eigentor mit 5:2.